Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Als Teenager begann seine Karriere in Serien wie TKKG. Mittlerweile ist Jannis Niewöhner einer der gefragtesten deutschen Schauspieler, auch für internationale Produktionen, weil er mehr drauf hat, als nur gut auszusehen. Wobei er sich nicht scheut, seine Optik einzusetzen und zu hinterfragen. So war es bei der Hesse-Verfilmung Narziss und Goldmund und so wird es auch demnächst sein, wenn wir ihn als Hochstapler Felix Krull unter der Regie von Detlef Buck sehen werden. In seinem aktuellen Film Kids Run lässt er sich dagegen sein Gesicht verunstalten, um als Boxer für seine drei Kinder zu sorgen. Papa ist da. Andi hat drei Kinder. Beeil dich, Miles! Aber weder Perspektiven noch Geld. Zahl endlich deine Miete oder du fliegst hier raus! Penner! Spinnst du, Mann? Komm mit jetzt! Dafür hat er die volle Verantwortung. Denn von den Müttern seiner Kinder ist er getrennt. Hallo, mein Schatz! Ich muss daran erinnern, dass du Kinder hast. Aber heute Nacht geht auf gar keinen Fall, ja? Ich habe drei Kinder, eins davon ist deins. Ich brauche die Kohle. Wegen der ständigen Geldsorgen hatte sie ihn für einen anderen verlassen. Dabei macht Andi wirklich jeden Job. Komm, hau ab, ich brauch dich hier nicht. Ich brauch den Job, Mann! Dann holst du sie heute Abend wieder, ja? So hol ich sie heute Abend wieder. Nicht nur Miete und Schulden, auch die Klassenfahrt muss bezahlt werden. Denn Andi will ein guter Vater sein. Wir haben hier Sozialarbeiter. Ich komm auch gern zu Ihnen nach Hause. Wir brauchen keine Hilfe. Dafür ist Andi zu stolz. Wenn ich genauso viel Kohle hätte wie der Typ, kommst du dann zu? Ich hab das Geld bald. Ich mach meinen Boxkampf an. Das Preisgeld eines Amateurboxkampfs soll all seine Probleme lösen. Andi trainiert hart. Er kämpft mit der Kraft der Verzweiflung um soziale Überleben für seine Kinder. Beeindruckend gespielt von Jannis Niewöhner. Ich bin ihr Vater. Schonungslos direkt und ergreifend. Ich hab Angst, Papa. Ein prekärer Wettlauf gegen die Armutsfalle. Jetzt als Kino on Demand. Kids Run. Ums Sorgerecht geht's am Rande auch im nächsten Filmtipp. Und trotzdem ist Die Einzelteile der Liebe ein ganz anderer Film. Sophie und Georg haben sich nach 6 gemeinsamen Jahren getrennt. Der Film zeigt, wie die Liebe zwischen beiden allmählich verschwindet. Regisseurin und Drehbuchautorin Miriam Bliese versucht, dem Thema mit Humor ein bisschen die Schärfe zu nehmen, ohne es auf die leichte Schulter zu nehmen. Bist du sicher, dass ihr nicht helfen soll? Ich bin nicht krank. Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Hast du kein Navi? Ich hab noch nie mal eine Zentralverriegelung. Ein ungewöhnliches Filmgenre. Eine Trennungskomödie. Kupplung! Kupplung kommen lassen! Kann ich schneller! Küssen? Sex. Hier vor Sonjas Haus hat alles begonnen. Hier spielt sich auch die Erosion ihrer Liebe ab. Wolltest du mich nicht eigentlich abholen kommen? Wolltest du mich eigentlich gestern kommen? Ja, Bescheid gesagt. Ja, aber heute Morgen konnte ich halt nicht. Ich musste Jakob in die Kita bringen und jetzt muss ich auch zur Arbeit. Den kann man aber schon früher bringen. Ja klar, aber du weißt doch selber, wie der ist, wenn du um 6 Uhr aufstehen musst. Ich weiß vor allem, wie du bist, wenn du um 6 Uhr aufstehen musst. Eine Geschichte von Liebe und Trennung. Hey! Soweit nichts Neues. Allein das Wie macht den Unterschied. Der Film spielt fast nur an einem einzigen Schauplatz. Ich hasse dich! Vor der Tür. Ein irgendwie prädestinierter Ort für Anfang und Ende von Beziehungen. Okay, erzähl. Erzähl du. Warum du ihn entführt hast. Entführt? Wie würdest du das denn nennen? Ausgeliehen? Fast wie eine Theaterbühne spielt hier der Raum mit. Der Türbereich, ein Durchgangsort, wird zur Metapher für die Beziehung. Klingt sehr verkopft, ist es aber überhaupt nicht. Dieser Film macht Spaß, weil er klug ist und auch im Tragischen noch das Komische sieht. Die Dialoge, geschliffen und sehr nah am Leben. Was soll das? Ich habe nur ein bisschen improvisiert. Ja, aber wo soll ich denn da jetzt einsteigen? Naja, einfach wie immer. Wie immer? Das ist ja nicht wie immer. Wenn es nicht weitergeht, wird eben einfach gesungen. Fast wie in der Operette. Aber manchmal ist das Leben halt so. Irgendwie schräg und sehr sehenswert. Kostenfrei in der ARD-Mediathek. Die Einzelteile der Liebe. Entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit, heißt es. Das erleben derzeit viele Branchen im Zuge der Digitalisierung. Im Journalismus ist das Phänomen eigentlich schon lange bekannt. Vielen Zeitungen brechen Leser und Einnahmen weg, weil Werbegelder ins Netz umgeschichtet werden.
Gleichzeitig herrscht online eine Billigmentalität, die nicht einsehen will, für verlässliche Informationen zu zahlen. Der Dokumentarfilm Die letzten Reporter von Jean Bouet zeigt drei Lokaljournalisten, die versuchen, in einem neuen Umfeld ihren Platz zu finden und zu behaupten. Anna Petersen ist Lokalreporterin. Die 25-Jährige schreibt für die Landeszeitung Lüneburg. Sie hat sich ganz bewusst für das Regionale entschieden. Wir sind an unserer Welt, über die wir berichten, immer sehr, sehr nah dran. Und ich war ja auch mal für 3 Monate für ein Praktikum beim Süddeutschen Magazin in München. Und da war es ein großer Glasturm und ich saß irgendwie, ich glaube, im 9. Stock und fühlte mich plötzlich sehr weit weg von den Menschen, über die ich schreibe. Und das war eine Situation, die sich für mich in dem Moment nicht so gut angefühlt hat, wie das, was ich hier habe. Der Film Die letzten Reporter stellt Menschen vor, die ihren Job lieben. Ein Jahr lang hat der Regisseur sie bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. Was sie vereint? Viele Zeitungen kämpfen ums Überleben. Der digitale Wandel macht auch vor den Lokalblättern nicht Halt. Als Filmemacher Jean Bouet vor 15 Jahren aufs Land zog, dachte er noch, dass ihm eine überregionale Zeitung reicht. Doch dann merkte er, was die Lokalzeitungen so besonders macht. Auf jeden Fall ist es so, dass alle drei eine sehr geringe Distanz zu ihren ProtagonistInnen haben und auch zu den Themen. Und diese geringe Distanz, die hat mich eigentlich gereizt, weil diese geringe Distanz, diese Nähe, führt zu etwas, was im Journalismus schon lange abhanden gekommen ist, nämlich Respekt. So, und dann seid ihr großartig. Sehr schön, ich danke euch. Das war jetzt Thomas Willmann arbeitet in Schwerin. Er brennt für den Lokalsport. Und du siehst eben hier, dass alle mit totaler Begeisterung dabei sind. Das ist Engagement pur. Das ist Ehrenamt pur. Super. Deswegen macht mir sowas immer am Wochenende Spaß, wenn ich bei solchen Sachen sein kann. Das lebt einfach. Du kommst noch viel, auch noch, bist noch näher dran an den Leuten irgendwie. Du kommst noch besser ins Gespräch. Das ist großartig. Anna Petersen schreibt am liebsten über soziale Themen. Darf ich fragen, warum eure Wege dann auseinandergegangen sind? Sie konnte sich nicht um mich kümmern. Weißt du, warst wahrscheinlich auch schon damals sehr auf dich alleine gestellt. Ja. 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 Ach je. Diese Geschichten findet man nur, wenn man da draußen ist, wenn man vor Ort ist, wenn man das Vertrauen der Menschen hat, weil sie einen kennen als Zeitung. Und das sind alles Dinge oder Aspekte, die kein Facebook leisten kann oder andere soziale Medien. Doch ohne soziale Medien geht es nicht. Ein Video fürs Netz, so wichtig wie ein Zeitungsartikel. Mach los. Im Sommer 2015 floh Ismail Semo aus Syrien nach Deutschland. Immer mehr übernehmen die elektronischen Medien. Und die gedruckte Zeitung? Die Frage ist tatsächlich, sterben die JournalistInnen aus, die das schreiben, oder sterben die LeserInnen aus, die das lesen? Ich denke, dass beides passieren wird. Also rein biologisch ist das ja nicht aufzuhalten, dass die Zeitungsleser sterben und die Kids irgendwo anders ihre lokalen Belange wiederfinden. Dass es einen großen Bedarf daran gibt, das ist unbenommen, das ist absolut sicher. Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das Printgeschäft eine Zukunft hat. Ein Workshop für Lokaljournalisten. Vor allem aus dem Lokalen, ich will mich selbst nicht so wichtig machen. Es kommt auf die Inhalte an. Bullshit. Kompletter Bullshit. Wichtig ist, dass man eine Marke ist oder wird. Die Zeitung und ihre Macher als multimediale Marke. Ob dieses neue Konzept funktionieren wird? Alles soll ganz schnell digital werden. Für die Reporter keine einfache Aufgabe. Ja. Also ich muss da Fotos machen, ich muss da Text machen. Ich laufe die ganze Zeit nur rum und soll jetzt als drittes Element eben auch noch Videos einflechten. Das halte ich doch für sehr utopisch im Grunde genommen bei unserer personellen Ausstattung. Thomas Willmann kämpft noch mit der neuen Technik. Seine Artikel postet er inzwischen auch online.
Die letzten Reporter. Ein sehenswerter Film über die regionale Zeitungswelt und die Herausforderungen für ihre Macher. Wir neigen dazu, in unserer medialen Wahrnehmung wahnsinnig viel zu übersehen. Und ich glaube, das ist das, was ich möchte mit diesem Film. Ich möchte, dass weder diese Menschen noch deren Themen übersehen werden. Also für mich ist es nicht vorstellbar, mir das, was ich mir jetzt tagtäglich in der Zeitung reinziehe, mir das über ein Smartphone oder so zu gönnen. In dem Moment, in dem heute irgendetwas passiert, werden die Leute das schon erfahren haben durch Fernseher, Radio, Internet. Und wir werden es erst morgen erzählen können. Und das ist auch ein Stück weit frustrierend. Und wenn man diese Problematik durch Online-Medien auflösen kann, ist das super. Das war das Kinoressort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.